Das Museum Wiesbaden besitzt weltweit die bedeutendste Sammlung des Künstlers mit über 100 Arbeiten. Und das liegt einfach daran, dass er zwischen 1921 und 1941 hier in Wiesbaden gelebt hat. Und von daher ist es klar, dass wir als das Jawlensky-Museum, wenn man möchte, natürlich aufgerufen sind, zum 150. Geburtstag des Künstlers eine große Ausstellung zu uns auszudenken und das Konzept zu erstellen und dann auch natürlich letztlich umzusetzen. Der Titel der Ausstellung heißt Horizont Jawlensky und wir haben uns keine wirkliche Retrospektive vorgenommen damit. Also mit dem Titel wollten wir ganz einfach sagen, es geht um die Münchner Zeit von 1896 bis 1914 und genau in diesen Jahren, also als er von St. Petersburg nach München kommt, bildet er seinen künstlerischen Horizont. Das heißt, er kommt eigentlich als dunkel malender Realist nach München 1896 und streckt dann den Kopf raus und schaut rechts und links, was passiert um mich herum an durchaus internationalen Wahlgeschehen in München damals. Die Münchner Sezession war ja bereits 1892 gegründet, also da hat sich was getan und hat dann Einflüsse aufgenommen, an die gearbeitet und ist damit schrittweise, Step by Step, wie man so schön sagt, weitergekommen. Er ist erstmals Originalen von Vincent van Gogh begegnet im Glaspalast in München. Das könnte Ende 1903 gewesen sein, 1904. Er reagiert dann direkt darauf und geht wirklich ein Stück weit seines Weges Hand in Hand mit Vincent van Gogh hinter mir. Das Selbstbild, das zeigt das ganz eindeutig, das ist 1904, das Selbstbild, das mit Zylinder entsteht in diesen Jahren. Und er sagt allen sofort, das ist jetzt mein Künstler, mit dem beschäftige ich mich jetzt eine Zeit. Das ist sozusagen der Katalysator für die Freiheit der Farbe, für die Wucht der Farbe, das Temperament, das auf die Leinwand kommt. All das spielt hier eine Rolle und das gibt ihm Van Gogh mit auf den Weg. Das Interessante ist, Jawlensky wird dann einmal tatsächlich das wichtigste Rad in der Kunstgeschichte um 1907-08 herum, also nämlich in Murnau, beispielsweise die Kunst von Paul Gauguin verarbeitet, seinen Künstlerkollegen vor Ort, also der Gabriele Münter und Wassily Kandinsky, praktisch vermittelt, die dann wirklich mit der Kunst von Alexei von Jawlensky, mit den Bildern von Alexei von Jawlensky weiterarbeiten konnten. Und hier das in Murnau zwischen 1908 und 1910, das ist sein Beitrag für den Blauen Reiter, der 1911 entstanden ist, wie wir ja wissen, wo Jawlensky aber selbst kein wirkliches Mitglied war. Also er war nur im Umfeld des Blauen Reiters, hat aber im Vorfeld dafür vieles beigetragen dazu.
1921 kommt er dann aus der Schweiz nach Wiesbaden. Er sucht sich Wiesbaden nicht ohne Grund aus. Es gibt ja eine große russische Gemeinde, wo er sich natürlich sofort heimatisch fühlt, wenn man so sagen möchte. Und hier entstehen dann die abstrakten Köpfe, konstruktiven Köpfe und zwischen 1933 und 1937, ganz wichtig, die Meditationen, die einfach eine große Wirkung auf die amerikanischen Maler der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben.